Nun wollen wir in dem Diagramm mit Sicherheit auch mal Fehler darstellen. Und wie das geht, will ich auch einmal kurz zeigen. Ich habe hier mal ein kleines Programm schon zusammengefasst, vorne ein paar Importsachen hier, um zu schauen, welche Kategorien die Daten, die ich habe, welche Kategorien die haben. Also das ist ein Delta-Wert von Eisenisotopen. 56, 54 Eisen, 57, 54 Eisen und dann der Fehler von 56 Eisen und der Fehler von 57 Eisen. Und hier rechne ich eine lineare Regression aus. Das hier ist die Funktion für diese lineare Regression dann. Und hier wird die lineare Regression geplottet und hier mal einfach die Punkte. Also wenn ich das Ganze dann mache, sieht das so aus. Jetzt hätte ich aber gerne, dass hier Fehlerbalken dran sind. Als erstes ändere ich jetzt mal eine kleine Sache und zwar nenne ich das hier, kopiere ich und nenne das X-Axis oder X-Data und auch Y-Data und das ist dann das 57 und das ist in die Y-Data. Im Moment hat sich natürlich noch nicht viel geändert, beziehungsweise gar nichts. So, um jetzt hier Fehlerbalken, außer dass ich es geschafft habe. So. Jetzt möchte ich hier Fehlerbalken haben. Dafür nehme ich nicht Scatter, sondern Errorbar. Errorbar. Und dann muss ich die natürlich definieren. Und das mache ich jetzt mal ein klein bisschen anders. Um es übersichtlicher zu machen, was auch möglich ist, nehme ich jetzt einfach immer eine neue Zeile, mache dann noch eine und was ich jetzt hinschreiben muss, ist Komma und jetzt den Fehler auf der X-Achse. Also X-Error nennt sich das dann und das dann wieder DF und dann kopiere ich das hier. Das ist der Fehler von 56 Eisen von der X-Achse und das Ganze dann noch für die Y-Achse und das ist dann 57. Und dann gucke ich mir das mal an. Jetzt gibt es hier lauter solche Striche, weil es jetzt eine Art Lineplot ist. Und um diesen Lineplot in Punkte umzuwandeln, gibt es einen Befehl, der nennt sich FMT. Das ist so eine Formatierung, das steht kurz für Format. Und dann gebe ich an, was für Punkte ich möchte. Und da gebe ich jetzt mal zum Beispiel an, so ein O, ein kleines O. Und dann gibt es hier runde Punkte. Jetzt will ich mal kurz bei diesem kleinen O bleiben, denn ich kann hier auch anders eingeben, vielleicht ein S, und dann gibt es kleine Squares. Wenn man nachschaut bei Matplotlib, dann gibt es hier eine ganze Liste an Symbolen und da muss man nur diese Sachen hier eingeben und dann kommt das. Also ich könnte mal ausprobieren 3. So, 3. Und dann hat man diese kleinen Triangles hier. Die sind sehr klein, da muss man vielleicht die Markergröße noch ändern. Und so weiter. Ja, kriegt man all diese verschiedenen Symbole hier. Manchmal muss man aufpassen, bei dem 5 muss man einen kleinen Trick machen, weil das sind eigentlich Marker hier. Und das funktioniert mit diesem Format-Ding nicht immer. Also, wenn jetzt hier 5 eingeht, klappt es nicht. Aber wenn ich hier irgendwas eingebe, zum Beispiel so ein O und dann mache ich hier Marker, dann überschreibt Marker dieses FMT. Und jetzt kann ich auch eine 5 hinmachen. Und dann kriege ich hier diese Dreiecke. Ich kann nicht Marker, ich glaube, es heißt Marker Size. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, sonst müsste ich nachgucken. Dann werden die größer. Ne? Okay, reicht jetzt mal, wenn die hier rund sind. Und jetzt sollen die schwarz werden. Dann mache ich noch hier Color gleich Black. Das muss eben das nehmen wir Strings. Und dann sind die hier schön schwarz. Und wenn ich jetzt vielleicht noch die Dicke von diesen Strichen hier etwas dünner haben will, kann ich auch das machen. Line-Width ist gleich 0,4. Line-Width. So, dann werden die hier dünner. Ja, ich mache es vielleicht ein bisschen dicker. So, jetzt sind die kleinen ein bisschen dicker hier und ich kann auch noch die Cap Size oben hin machen. Cap Size ist gleich, ja, zum Beispiel 2. Und dann haben die hier oben solche kleinen Striche dran, wenn einem das besser gefällt. Und auch hier wieder kann ich gucken, dass ich die Z-Order richtig mache. Also wenn ich jetzt hier
zum Beispiel 10 macht, dann wird es als letztes geplottet und dann liegt die gestrichelte Linie oben drüber. Die will ich natürlich hier hinten haben, deshalb habe ich die mal auf 1 und dann liegt hier hinten. Die Line-Width kann ich hier einstellen oder hier auch entsprechend die Farbe. Und natürlich kann ich dann noch vielleicht ein X-Label und dafür habe ich das dann X-Data genannt, damit ich das nicht nochmal schreiben muss. Und dann hätte ich hier auch noch die gleichen Tippfehler. 57, 54 gegen 56, 54. So, und auf die Art und Weise bekommt man jetzt hier sehr einfach Fehlerbalken hin. Man kann auch im Übrigen, wenn man das nicht will, kann man hier auch hingehen und könnte machen, kann ja eine Zahl hinschreiben, 0,5. Dann ist es überall das Gleiche. Ich habe es mir extra groß gemacht, damit man es gut sieht. Oder wenn man es ganz geschickt machen will, könnte man auch hingehen und könnte die Werte nehmen. Und multipliziert das mit den Werten. Dann hat man eine relative Abweichung. Ja, das wären 50% praktisch. Und das wären dann 5% relative Abweichung in X-Richtung. Also auf diese Weise lassen sich auch einfach Fehlerbalken plotten.